Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect Andromeda mit mir, dem Perzian LP. Wir sind oben angekommen, wir sind jetzt offiziell der Pathfinder, also derjenige, der nach Welten für die Menschheit suchen soll. Wir müssen hoch. Hier können wir nicht rein. Also suchen wir uns einen anderen Weg. Yo, Girl. Ach, tatsächlich hier. Nee, da geht kein Lift drauf. Behälter. Hey, neue Waffe. Warum ist sie über... Ist sie da drüber gerannt? Informiert eure Teams, dass die Andockprozedur begonnen hat. So, ah ja, genau. Wir docken ja an. Ach, wir müssen mit dem Shuttle herumfahren. Okay. Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty. Sie rechnen mit einer Party? Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Nur, ja, das wäre nicht schlecht anscheinend. Ich sehe hier nirgends Champagner. Wo sind die ganzen Leute? Jo, hier ist Avina. Okay. Alles ist wie ausgestorben. Willkommen auf der Nexus, dem Tor nach Andromeda. Ich bin Avina, eine virtuelle Intelligenz, die Ihnen bei der Immigration helfen soll. Können Sie uns sagen, wo die Begrüßungsparty stattfindet? Es tut mir leid. Mein Code beschränkt sich auf Auskünfte und einfache Interaktionssimulationen. Wählen Sie bitte aus folgenden vorprogrammierten Antworten. Was ist die Nexus? Die Nexus dient als zentrale Koordinationsstelle für die Kolonisierungsbestrebungen der Andromeda-Initiative. Sie ist der erste Anlaufpunkt für alle Kolonisten, die diese neue Galaxie erreichen. Bitte genießen Sie die zahlreichen Möglichkeiten auf der Nexus. Die Station wird weiter wachsen und den Kolonisten eines Tages als Regierungssitz dienen. Unser Ziel ist es, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand zu gewährleisten. Danach sieht es aber nicht aus. Welches Jahr haben wir? Wir befinden uns im Jahr 2819. Nach über 600 Jahren in der Stase ist es normal, wenn Sie sich nach der Ankunft desorientiert oder verwirrt fühlen. Unser medizinisches Personal hilft Ihnen gerne dabei, mögliche körperliche oder mentale Nachwirkungen zu überwinden. Nun, zumindest mit dem Datum liegt sie richtig. Also, wo sind die ganzen Leute? Wie läuft der Immigrationsprozess ab? Wir bitten Sie, sich einer kurzen Untersuchung zu unterziehen, um sicherzugehen, dass Sie Ihre lange Reise gesundheitlich gut überstanden haben. Anschließend werden Ihnen unsere Kolonisierungsexperten dabei helfen, eine neue Heimat zu finden. Denken Sie bitte auch an die anderen Wartenden. Tausende Kolonisten wie Sie sehnen sich danach, ihr neues Leben in Andromeda zu beginnen. Und wo sind die alle? Dieser Ort ist wie ausgestorben. Oh, sie sagt's uns halt auch nicht. Es war mir ein Vergnügen. Wenden Sie sich bitte an unser Immigrationspersonal, um weitere Hilfe zu erhalten. Und willkommen in Andromeda, Ihrer neuen Heimat, in der kein Stern heller strahlt als Sie. Die aktuelle Wartezeit bei der Immigrationsabwicklung beträgt... 0 Minuten. Unbekannter Fehler. Okay, das war echt hilfreich. Die Pflanzen sind noch am Leben. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Es wirkt, als hätten sie diesen Ort nie fertiggestellt. Ja, haben sie auch nicht. Das wurde direkt beim Bauen abgebrochen. Und
Nö, hier ist auch nichts. Hier müssten eigentlich massenhaft Leute sein. Okay, ich darf schon noch drüber. Da ist jemand. Vielleicht hat er ja Champagner dabei. Hallo? Hallo! Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er sie gehört? Sagen Sie von einer Arche? Ja, gerade angekommen. Und nebenbei, Ihre VI könnte ein Update vertragen. Aber wir dachten, Sie wären alle tot. Was? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen, oder... Aber Sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Tyrann Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa, Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Erwarten Sie uns nicht? Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Okay, es sind doch welche da. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Nicht mal annähernd. Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hinter uns. Schließlich sind Sie jetzt hier. Okay. Das ist ja komplett eskaliert. Keine Nachricht von den anderen Pathfindern? Keine Nachricht von irgendjemandem. Drohungen seitens der Einheimischen? Wir haben uns bisher versteckt gehalten. Wir sind nicht in der Verfassung, einen Angriff zurückzuschlagen. Auf Habitat 7 kam es zu einer Erstkontaktsituation, aber sie ist fürchterlich schiefgegangen. Sie wollten uns töten. Das war kein Erstkontakt. Wir wissen von Ihnen. Wir sind da. Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist das wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andockprozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Die Crew der Hyperion. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Nicht so froh wie wir. Nach so einer Reise tut es gut, ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Hungrige Gesichter. Wir sind dankbar für alles, was Sie entbehren können. Das ist Foster Edison. Sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin sein Nachfolger. Alec ist tot? Sie müssen verstehen, die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Und wir können sie erst wecken, wenn sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind Sie es, Ryder. Sind Sie dem gewachsen?
Ich bin vielleicht nicht Ihre erste Wahl, aber ja, ich bin bereit. Jugendlicher Enthusiasmus allein wird in Andromeda nicht ausreichen. So behandelt man doch keinen Gast. Ich bin Nagmorkesh, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Sie haben sie nicht bereits verschreckt. Es ist nichts Persönliches, aber wir können uns keine Fehler leisten. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns gut tun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Willkommen auf der Nexus. Danke für die Unterstützung. Hoffnung ist hier selten. Wir sollten sie deshalb nicht gleich im Keim ersticken. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen was zeigen. Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben Sie. Und wenn der Speicher leer ist? Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben. Boah, das sieht schon geil aus. Auf dieser Brücke sozusagen. Oh. Logbuch. Wiedersehen mit der Nexus. Codex. Okay. Viel zu lesen. Ich lasse es euch langsam durchscrollen. Dann könnt ihr das mal durchlesen. Okay, da gibt's eh nichts. Das Hintergrundwissen ist manchmal relativ interessant, nämlich. Ach, das braucht man nicht. Technologie braucht man auch nicht. Wunderschön. Aber alles noch im Aufbau. Hallo Konsole. Du und ich werden richtig gute Freunde werden. Die hat sich da schon angefreundet. Ich muss irgendwo hoch. Nexus-Kontrolle an die Hyperion. Nein, das wollten wir so nicht. Schön, dass hey, ich kann mit dir reden. Also gut. Was ist passiert? Mit was? Es heißt womit? Und ich meine Ihren verdammten Vater. Tut mir leid, ich bin müde, weil ich mich um alles kümmern muss. Und im Moment will ich einfach nur wissen, was mit Erlek passiert ist. Nicht wie er starb. Ich kenne die Loks. Was ist mit dem Pathfinder passiert? In dem Moment hat es mir das Leben gerettet. Aber anscheinend wollte mein Vater, dass ich die Aufgabe irgendwann übernehme. Sie kann nicht vererbt werden. Hätten wir eine auf Inzucht basierende Monarchie gewollt, hätten wir die Hälfte unseres Genpools zu Hause lassen können. Nicht zu Hause. Die Milchstraße. Unser Zuhause ist hier. Dieses Chaos. Wir haben nicht viele Optionen, Ryder. Vielleicht können Sie ja beweisen, dass Ihr Vater recht hatte. Aber verzeihen Sie bitte, dass ich mir nach 14 Monaten gescheiterter Kolonisation keine allzu großen Hoffnungen mache. Sie haben meinen Vater Alec genannt. Niemand tut das. Viele von uns haben sich der Initiative wegen seiner Vision angeschlossen. Also dem Teil davon, den er mit anderen geteilt hat. Waren Sie befreundet, oder? Ich bin nicht Ihre neue Mutter, falls das Ihre Frage ist. Oder seine Freundin. Er hat es gehasst, dass ich seinen Titel nicht benutzt habe. Aber niemand ist ein Pathfinder, bis er tatsächlich einen Path gefunden hat. Das ist wie bei einer Kolonialdirektorin ohne Kolonie. Tja, du hast auch noch keine Kolonie gefunden. Es gibt da noch diese fremdartige Technologie. Studiert die schon jemand? Wir haben es versucht. Also nicht ich, die Genies aus der Forschungsabteilung.
Angeblich sind sie auf ihrem Gebiet ziemlich gut. Wollen Sie die aktuelle Ausrede hören? Die Tech, die wir auf dem Mars ausgegraben haben, war zwar weiterentwickelt, aber man musste sie nur anschließen. Die Tech hier hingegen denkt anders. Ich weiß auch nicht. Wir sind ihr meist aus dem Weg gegangen. Und wenn man den Loks der Hyperion über Erlik Glauben schenkt, war das vielleicht ganz gut so. Okay. Sie entschuldigen mich, Direktor Edison. Ryder? Es heißt Pathfinder. Ryder, wir verhungern hier. Wenn wir kein Fundament von Außenposten errichten, um die Initiative zu ernähren, könnten wir genauso gut seit 600 Jahren tot sein. Erlik hat viel versprochen. Nichts davon ist eingetreten. Damit sind Sie jetzt konfrontiert. Darum vertrauen Ihnen die Leute nicht. Darum vertraue ich Ihnen nicht. Beweisen Sie mir, dass ich Unrecht habe. Also, ich mag sie nicht. Sie ist mir mega unsympathisch. Danke sehr. Ach, da muss ich rein. Das ist der Planet, auf dem wir gelandet sind. Habitat 7. Er war nicht mal annähernd bewohnbar. Das betrifft alle Welten, die wir entdeckt haben. Ryder, wir haben uns gerade über Ihre nächste Expedition unterhalten. Ich dachte, ich sei als Pathfinder nicht geeignet. Direktor Edison hat Ihre Meinung. Ich habe meine eigene. Und wenn Sie sich uneins sind? Ich leite die gesamte Initiative und habe entschieden, Ihnen die Chance zu geben, sich zu beweisen. Die Geißel hat uns schwer erwischt, was auch immer sie ist. Unsere Wissenschaftler halten sie nicht für ein natürliches Phänomen. Eine künstliche Energiewolke? Bei unserem Aufbruch war sie noch nicht da. Durch sie ist keine goldene Welt mehr bewohnbar. Und dann sind da noch diese Kett. Sie sind besessen von Alien-Bauwerken, die überall im Cluster zu finden sind. Sie würden alles tun, um andere von ihnen fernzuhalten. Mord ist offenbar nichts, was nur in der Milchstraße vorkommt. Die Herausforderung ist nun, trotzdem eine Welt zu besiedeln. Und zwar diese hier. Eos. Wie? Sie müssen die Lebensfähigkeit des Planeten für einen Außenposten verbessern. Dann können wir mehr Kolonisten aus der Stase holen. Mehr Kolonisten können mehr Ressourcen zur Unterstützung der Nexus sammeln. Alles hängt davon ab. Wir wollen nämlich 6 Welten besiedeln. Okay, aber ich dachte, alle Planeten wären unbewohnbar. Wie soll ich... Ein guter Pathfinder löst dieses Problem nur zu gern. Nun denn, ich denke, ich sollte ein paar Dinge überprüfen. Aber es kratzt Sie nicht, falls ich scheitere, richtig? Sie suchen sich einfach einen anderen Pathfinder. Es ist Teil meines Jobs, auf andere zu setzen. Bei einigen zahlt es sich aus, bei anderen wiederum... Sagen Sie mir, wo mein Schiff ist, damit ich von hier weg kann. Es wird gerade in der Andockbucht bereit gemacht. Die Koordinaten von Eos sind im Computer. Und sobald Sie Zeit haben, sollten wir über die verschollenen Archen sprechen. Daran habe ich auch schon ge... Ah. Stimmt was nicht? Ryder, kommen Sie zum SAM-Kern auf der Hyperion. Ihr Implantat braucht Wartung und wir haben Vertrauliches zu besprechen. Nein, alles gut. Okay, der Typ will mit mir reden. Mit dir kann ich auch noch mal reden. Mein Beileid zum Verlust Ihres Vaters. Danke. Ich kannte ihn nicht sehr gut, aber ich weiß, dass er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Initiative gespielt hat. Ich bin mir sicher, er wäre äußerst beunruhigt darüber, dass noch immer mehrere unserer Archen vermisst werden. Haben Sie irgendeine Ahnung, wo sie sein könnten? Nein, es gibt keinerlei gesicherte Informationen. Aber abertausende Kolonisten werden vermisst. Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative. Haben Sie noch weitere Anliegen? Was können Sie mir sonst noch über die Initiative erzählen? Sie stellt die größte Migration dar, die je in Angriff genommen wurde. Nie zuvor hat sich jemand über die Milchstraße hinausgewagt. Wir alle haben unsere Heimat zurückgelassen, um nach Freiheit, Glück und vielleicht einem Neuanfang zu suchen. Wir sind die mutigsten Seelen unserer jeweiligen Spezies. Und ich hoffe, die Nexus wird als Sitz unserer gemeinsamen Regierung dienen. Was wissen Sie über die Anfangszeit der Initiative? Das, was die meisten darüber wissen. Gian Garson hatte eine Vision und machte das alles möglich. Sie war eine Unternehmerin auf der Erde. Wohlhabend. Jung. Für einen Menschen. Garson hatte die Idee für die Initiative Anfang der 2170er, glaube ich. Viele hielten es für unmöglich, die Milchstraße zu verlassen.
Aber sie blieb hartnäckig. Und wie bei den meisten großen Ideen, waren die Zweifler im Unrecht. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Nichts zu danken. Sie werden feststellen, dass unser beider Zukunft vom Erfolg des anderen abhängt. Viel Glück. Tja, irgendwas? Nee. Ach, das, die wird sicher noch weiter aufgebaut. Die Arche. Wow. Halalalalala. Hey, alles okay mit Ihnen? Mir geht's gut. Es hat hauptsächlich meine Arme erwischt. Passiert das öfter, dass etwas einfach so explodiert? Direkt nach der Meuterei hatten wir sowas ziemlich oft. Aber in letzter Zeit nicht mehr. Ich war bei der Meuterei nicht dabei. Ihr Glück. Ich dachte wirklich, wir hätten das hinter uns. Dass ich vielleicht nur paranoid bin. Weswegen sollten Sie denn paranoid sein? Wir hatten in der letzten Woche 3 Fehlfunktionen. Das ist nicht gut. Gelinde gesagt. Nein, ist es nicht. Und jetzt habe ich noch mehr Reparaturen vor mir. Haben Sie darüber schon mit den Sicherheitsleuten gesprochen? Wie könnte ich? Soweit ich weiß, steckt doch einer von denen hinter der Sache. Ich habe alle potenziellen Sabotagebereiche gescannt, die mir eingefallen sind. Aber ich weiß nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Klingt, als wäre eine ganze Menge passiert, bevor die Hyperion angedockt hat. Kann man sagen. Moment, das ist es. Sie können nichts damit zu tun haben. Sie waren bei der Meuterei nicht mal hier. Würden Sie, falls Sie Zeit haben, können Sie mir dann vielleicht helfen? Wenn die mit kritischen Systemen anfangen... Natürlich. Was kann ich tun? Es würde mir wirklich helfen, wenn Sie die anderen Wartungsklappen scannen könnten, während ich die hier repariere. Ich habe die Positionen auf Ihr Universalwerkzeug übertragen. Schicken Sie mir einfach die Daten, wenn Sie fertig sind. Ja, das machen wir doch. Nein, mir geht's gut. Und ich weiß es nicht, sie ist einfach explodiert. Finden Sie heraus, warum. Aber vorsichtig. Logbuch. Zusätzliche Aufgaben. Da. Boah, so viel zu verfolgen. Pathfinder. Der Saboteur verwischt seine Spuren, indem er dieses Panel mit Energie von einem anderen Anschlussrelais überlastet. Sie können die Verkabelung scannen und ihr folgen, um das Ausweichpanel zu finden. Hey, aktivier das wieder. Das Ausweichpanel da oben. Scanne die Energieanschlussrelais. Diese Wartungsklappe hat einen Defekt. Ohne weitere Daten kann ich allerdings nicht feststellen, ob es sich um eine normale Störung oder Sabotage handelt. Dann nehme ich sie am besten vom Netz, bis Raj Zeit hat, sie sich anzusehen. Kann ich da hin? Wie nehme ich die vom Netz? Da komme ich doch gar nicht hin. Muss ich die vom Netz nehmen? Anscheinend nicht. Okay, ein Test nochmal, ob ich da reinkomme. Nö. Nun gut. Dann, da ist nochmal was zu scannen. Scannen Sie die Verkabelung und folgen Sie ihr, um das Panel zu finden, das der Saboteur benutzt hat. Das
da irgendwo hin. Scan wird durchgeführt. Diese Wartungsklappe wurde manipuliert. Schick die Daten an Raj. Verstanden, Pathfinder. Ich werde bei Mass Effect extrem viele Nebenmissionen machen. Ich habe auch Mass Effect 3 relativ detailreich gespielt. Ich habe gerade eine Übergabe beobachtet. Pathfinder, ich habe die Daten von Sam erhalten. Wir haben es tatsächlich mit Sabotage zu tun. Haben Sie irgendeine Idee, wer dahinter stecken könnte? Ja, an all diesen Klappen hat Sarah gearbeitet. Ich kann es einfach nicht glauben. Die Sicherheitsvideologs bestätigen, dass eine Sarah Kellos an diesen Wartungsklappen gearbeitet hat. Auch an derjenigen, bei der es zu der Explosion kam. Verdammt. Hast du irgendeine Ahnung, wo sie jetzt ist? Kellos arbeitet momentan an einer Wartungsklappe auf dem Hauptdeck der Hyperion. Okay, da werden wir dann hingehen. Es ist nicht richtig. Es ist einfach nicht fair. Was ist los? Du meine Güte, sie sind... Es ist also wahr. Ein Pathfinder hat uns gefunden. Endlich ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht könnten sie mir ja helfen. Sie sind unparteiisch. Und diese ganze Geschichte ist so politisch geworden. Mein Mann... Er wurde eingesperrt und soll verbannt werden. Für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Was genau legt man ihm zur Last? Nun ja, für einen einfachen Diebstahl wird man nicht verbannt. Obwohl, von diesem Haufen vielleicht schon. Sie behaupten, er habe jemanden ermordet. Sie bezeichnen ihn als den ersten Mörder in Andromeda. Aber das Opfer war sein Freund. Er hätte ihn nie... Es gibt angeblich Zeugen und Beweise, aber das sind alles nur Indizien. Im schlimmsten Fall war es ein Unfall. Sein Name ist Nirken Rancis. Wenn Sie bereit wären, mit ihm zu sprechen, könnte er Ihnen die Einzelheiten erzählen. Würden Sie das tun, bitte? Selbstverständlich. Oh, vielen Dank. Ich bin mir sicher, der Gefängniswärter wird Ihnen einen Besuch gestatten. Bitte, sagen Sie Nirken, dass ich ihn liebe. Ja, das machen wir natürlich. Aber jetzt will ich schnell auf die Brücke gehen und den Saboteur zur Rede stellen, der auf der Brücke ist. Die junge Dame anscheinend. Du bist es nicht. Dürfte also oben sein. Oh. Wer ist sie? Hä? Okay. Da ist die Kommandozentrale. Ich soll doch zur Kommandozentrale, oder? Logbuch. Ja, sie ist irgendwo hier. Hä? Junge Dame? Junge Dame? Du bist es natürlich nicht. Du auch nicht. Sie muss irgendwo unten sein. Okay, jetzt wird's lächerlich.
Ist da irgendwo ein Durchgang? Ich glaub's fast nicht. Das ist Cash Büro. Da klauen wir direkt was. Ich werde hier den Part einfach beenden. Und dann werden wir uns das beim nächsten Mal anschauen, wo die denn herumlungert. Ich sag danke fürs Zusehen, euer Partial LP. Ciao, Leute.